So, jetzt hier für euch nochmal der Störtebriest. Ich möchte jetzt nochmal Stellung nehmen zu so einem Bullshit-Argument. Da wird ja immer diskutiert, dieses Casting-System bei Rammstein, das wäre ja so schlimm. Und manche Frauen, auch wenn die 18 Jahre alt sind, die wissen ja nicht, was sie tun und können nicht Nein sagen. Für mich ist das purer Käse, wenn ich ehrlich bin. Die sind einfach voll geschäftsmündig ab 18. Und wenn die nicht wissen, was sie tun und nicht Nein sagen können, ja mein Gott, dann müssen sie halt hinhalten. Dann war halt mal irgendein Musiker drüber. Nehmt es doch dann einfach wie eine echte Frau. Da muss man halt sagen, ja mein Gott, da habe ich mich jetzt sauber vögeln lassen. Was soll denn der Scheiß? Was soll man denn da für Regeln da einführen? Oder was soll man denn machen? Die sind doch vollkommen selber schuld und heulen dann rum, nur weil sie dann am nächsten Tag aufwachen und sich dann irgendwie schäbig fühlen, weil sie benutzt wurden. Dann lasst euch doch nicht benutzen. Und wenn ihr nicht Nein sagen könnt, dann seid ihr selber schuld und außerdem lernt ihr ja dann was. Nämlich, dass man es das nächste Mal vielleicht dann nicht mehr so macht und dann eben Nein sagt. Ich verstehe in dieser heutigen Zeit dieses Rumgeheule nicht und ich habe absolut kein Verständnis mit den Frauen. Aber so denke ich wirklich. Wenn ich einen Fehler mache, weil ich nicht Nein sagen konnte, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Und da hat keiner Mitleid mit mir. Aber mit den armen Frauen, da sollen wir immer Mitleid haben. Und dann sagen sie immer Gleichberechtigung hier und da. Aber zur Gleichberechtigung gehört einfach auch dazu, dass man Fehler macht und dass man dazu steht. Und konnte man nicht Nein sagen und hat seine Beine breit gemacht, ja mein Gott, dann leb damit. Und vielleicht lernst du es ja dann, dass du es das nächste Mal dann nicht mehr machst. Was soll man denn da immer diskutieren, wie man damit umgeht? Oder dass die unter einem falschen Vorwand gelockt wurden? Ja, welcher falsche Vorwand denn? Wenn es so weit kommt, kann ich doch immer noch Nein sagen. Und wenn ich mich dann nicht trau, fucking selber schuld. Und solange keine Vergewaltigung stattfindet und sich die Frau einfach überreden lässt, ja, wer ist denn da jetzt schuld? Der Mann oder die Frau? Der Sänger oder die Frau? Ihr müsst euch halt einfach dann besser unter Kontrolle halten. Und wenn ihr das nicht könnt, dann bleibt einfach daheim. Aber nicht immer die Schuld bei den bösen Männern suchen. Das kotzt mich ganz ehrlich ziemlich an, dieses blöde Gelaber da immer auf YouTube. So, ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt jetzt klar machen. Ich habe dafür kein Verständnis, ich habe auch kein Mitleid mit den Frauen. Und ging's nach mir, würde ich sogar noch ganz andere Seiten aufziehen. Ich bin raus, hau rein, bis dann.